Herzlich willkommen im Leben der Anna Kahn, der ersten weiblichen Schülerin unserer Schule, die damals eine reine Jungenschule war. Was für Mädchen zu dieser Zeit gar nicht in Frage kam, war für Anna die Lösung, um Abitur zu machen. Das ist die Berliner Luft. Na, Entschuldigung, ich bin etwas nervös. Anna Kahn, geboren am 28.05.1910 in Mailand. Um ehrlich zu sein, beunruhigt mich manchmal die Vorstellung, alleine die ganzen Burschen auf eine Schule zu gehen und dann die Toiletten. Nein, ich bitte dich! Vielen Dank.
Aber entschuldigen Sie, Herr Ober, was hat dieser Lärm zu bedeuten? Im Keller findet eine Versammlung der neuen Arbeiterpartei statt, die die Münchner Boys gewonnen hat. Nun treffen sich die Leute sogar schon hier. Lassen Sie sich bitte nicht davon stören. Natürlich nicht. Wir waren nicht. Endlich hat die Partei die Chance zu bringen! Gute Arbeitsplätze! Endlich kriegen auch wir, dass sie sich von der Front gelöst haben! Denn wir haben gekämpft und nicht sie! Überall sind das Gesicht dieser Scheiße und deutsche Schwänzenkram nicht! Na, mein Süßer, der Abend ist noch lang, der Weg ist weit. Hast du Lust? Meine Lieben, ihr wollt bestimmt euer Blut sein, ein Blut sein. Ein Freund, der mal so Thank you.
dich ab. Würden Sie nur einen einzigen Juden persönlich kennen, dann würden Sie so etwas nicht sagen.